So, also ich darf Sie auch recht herzlich begrüßen zu meinem Vortrag Didaktisch-methodische Designentscheidungen auf dem Prüfstand. Ich möchte zwei forschungsmethodische Ansätze vorstellen und miteinander vergleichen, auch mit Ihnen im Anschluss diskutieren. Als ich mich auf den Workshop hier vorbereitet hatte, habe ich mich hingesetzt und erstmal überlegt, was ich eigentlich beitragen kann. Thema ist Intro Programming Courses, also wir wollen eigentlich unsere einführenden Programmierkurse verbessern. Mein Problem an der Geschichte ist, ich gebe einen solchen Kurs gar nicht. Also an der PH in Ludwigsburg war ich bislang eher fachdidaktisch tätig im Bereich Informatik, Mathematik, sodass ich da also wenig beisteuern kann aus eigenen Erfahrungen, beziehungsweise auch nicht die direkte Notwendigkeit habe, irgendetwas verbessern zu wollen. Habe ich weiter sinniert, was kann ich hier beisteuern? Und in der Ausschreibung des Workshops stand auch drin, dass wir nicht nur überlegen wollen, was kann man verbessern, sondern auch Methoden entwickeln wollen oder anwenden wollen, überlegen wollen, wie wir das, was wir geändert haben, auch besser machen oder überprüfen können, ob das dann auch wirklich gewirkt hat. Und da wir viel empirisch arbeiten, habe ich gedacht, gut, wunderbar, stelle ich was zu Forschungsmethoden vor. Und die erste Forschungsmethode, die einem einfällt, wenn man überlegt, wie man die Wirksamkeit von etwas überprüfen will, also Ursache, Wirkung, Zusammenhänge aufdecken will, dann fällt einem das Experiment ein. Du hattest vorhin auch mehrfach angesprochen, Experiment, also systematische Aufdeckung von Ursache, Wirkungszusammenhängen. Im weiteren Verlauf der Vorbereitung des Workshops habe ich dann festgestellt, also auch durch die Mailwechsel hinherging, dass das vielleicht zu kurz greifen würde. Und deswegen möchte ich noch einen zweiten Ansatz vorstellen, der bezüglich vieler Aspekte gegensätzlich wirkt, Aktionsforschung. Ich möchte jetzt also diese beiden Ansätze vorstellen und im Endeffekt dann mit Ihnen gemeinsam vergleichen. Dass ich diese beiden Ansätze hier gewählt habe, hat auch persönliche Gründe. Es ist nämlich so, dass ich in zwei verschiedenen Forschungsprojekten den einen oder den anderen Ansatz anwende und für mich persönlich auch noch nicht das Verhältnis dieser beiden Ansätze zueinander geklärt habe. Deswegen habe ich das hier jetzt mal so als Boxkampf dargestellt zwischen dem Experiment und der Aktionsforschung. Auf der einen Seite hier links das Experiment, das ist sozusagen die Methode mit den stärkeren Argumenten. Und rechts die Aktionsforschung immer so ein bisschen in Verteidigungshaltung, wird vorgeworfen, nicht wissenschaftlich genug zu sein. Und ich bin selbst gespannt jetzt auf das Ergebnis unserer Diskussion hier, vielleicht heute direkt im Anschluss oder auch im Rahmen des gesamten Workshops, ob im Endeffekt einer der beiden zu Boden geht oder sich vielleicht am Ende auch beide in den Armen liegen. So, beginnen möchte ich mit dem Experiment. Kurz ein paar Basics vorstellen zum Experiment. Ich hoffe, wenn jetzt der ein oder andere hier sitzt, der das alles schon kennt oder so, dann einfach vielleicht zurücklehnen, Augen zu machen, träumen, bis wir dann zur Aktionsforschung kommen. Der Vorteil eines Experiments ist, dass man systematisch Ursache-Wirkungszusammenhänge aufdecken kann. Und ich habe hier oben psychologisches Experiment in Klammern geschrieben, weil die Psychologen natürlich ganz vorne sind bei der Anwendung dieser Methode, die im Endeffekt auch in der Form entwickelt haben, wie sie heute vorliegt. Ein Experiment muss 5 Kriterien genügen. Einmal, es muss planmäßig sein. Mit das Wichtigste am Experiment ist, dass man vor der Durchführung des Experiments praktisch alles geplant hat, von der Vorbereitung über die Durchführung, über die Auswertung. Man überlegt sich nicht, nachdem man das Experiment durchgeführt hat, wie man denn die Daten auswertet, sondern im Endeffekt legt man das alles schon vorher fest. Und nachdem das Experiment durchgeführt wurde, läuft eigentlich alles algorithmisch ab im Idealfall. Also man weiß schon vorher, wie man die Daten auswerten wird, die dann anfallen. Variation bedeutet, als Experimentator muss man bestimmte Variablen, unabhängige Variablen variieren. Die müssen in der eigenen Kontrolle liegen. Das heißt, ich kontrolliere bestimmte Variablen und ich kontrolliere nicht nur die Variablen, die ich variiere, sondern ich kontrolliere auch alle anderen Variablen, die ich nicht variiere. Und die sollten nach Möglichkeit keinen Einfluss haben. Also ich als Experimentator habe Kontrolle darüber, welche Variablen einen Einfluss haben sollen und welche Variablen keinen Einfluss haben sollen. Die Daten, die schließlich anfallen, können nicht einfach so für sich sprechen, sondern die müssen ausgewertet werden mit statistischen Verfahren. Und schließlich beim Experiment wichtig auch die Wiederholbarkeit, Replikation. Also es muss möglich sein, dass das Experiment, das ich beschrieben habe, auch von anderen wiederholbar durchgeführt werden kann, um entweder zu den gleichen Ergebnissen zu kommen oder zu unterschiedlichen Ergebnissen. Da muss man überlegen, woran kann es jetzt gelegen haben, dass die Ergebnisse unterschiedlich sind und designt weitere Experimente.
Hier die Grobübersicht, wie geht man bei einem Experiment vor? Also zunächst mal in der Planung muss man sich über seine Forschungshypothese klar werden. Wenn man eine saubere Forschungshypothese aufgestellt hat, dann ergibt sich vieles auch daraus. Beispielsweise der Versuchsplan. Auch unterschätzt in Statistikbüchern zur Forschungsmethodik der Versuchsplan, also dass man sich vorher erstmal überlegt, welche Variablen spielen eine Rolle, was sind meine unabhängigen Variablen und schließlich auch, was sind meine abhängigen Variablen und damit entscheide ich mich auch mit Versuchsplan und den abhängigen Variablen für statistische Tests, die ich anschließend durchführen will. Und was auch noch wichtig ist, vorher zu überlegen, wie viele Versuchspersonen brauche ich eigentlich, das fällt unter den Punkt Bestimmung des Stichprobenumfangs bzw. Poweranalyse. Dann die Durchführung des Experiments und nach der Durchführung die Auswertung. Und da will ich so zwei, drei kurze Aspekte erläutern, um schließlich auf den vielleicht wichtigeren Punkt in dem Kontext jetzt einzugehen, interne und externe Validität von Experimenten. Also was sagen eigentlich Experimente aus? So, Forschungshypothesen, Versuchsplan. Ich mache mal ein einfaches Beispiel. Was könnte so eine Forschungshypothese sein? Eine solche Hypothese, ich habe die jetzt mal wirklich aus der Luft gegriffen, keine Ahnung, ob die wirklich Sinn macht. Algorithmen lassen sich besser mit Simulationen verstehen als mit Animationen. Es gibt ja grafische Visualisierung von Algorithmen, beispielsweise Sortieralgorithmen. Da könnte man sich vorstellen, dass Animationen, also einfach Darstellungen, die lediglich den Ablauf zeigen, aber nicht Interaktivität anbieten, denjenigen Darstellungen, die in Simulationen unterlegen sind, die auch Interaktivität anbieten, wo man zurückspulen, vorspulen kann im einfachsten Fall, beziehungsweise Werte setzen kann, Parameter setzen kann, verändern kann, um dann die Auswirkungen in der grafischen Darstellung zu analysieren. So, das wäre jetzt mal eine hypothetische Forschungshypothese. Man kann sie auch verallgemeinern als Medium A ist besser als Medium B oder Methode A ist besser als Methode B. So, dann stellt man einen Versuchsplan auf. In diesem Fall wäre das ein einfaktorieller Versuchsplan mit zunächst mal zwei Gruppen, nämlich der Gruppe, die mit einer Algorithmen-Animation lernt und einer Gruppe, die mit einer Algorithmen-Simulation lernt. Und ich habe jetzt nochmal eine dritte Gruppe dazu genommen, als Bias, als Kontrollgruppe, die keine Lernhilfe erhält. So, jetzt würde man ein Experiment machen, das vielleicht in 90 Minuten sitzen die Personen am Computer und bearbeiten bestimmte Aufgaben mit der einen oder anderen Methode. Wichtig dabei ist, dass man die Störvariablen kontrolliert. Also man kann jetzt beispielsweise nicht drei Gruppen erzeugen und die ein halbes Jahr lang damit arbeiten lassen, ja, weil die kommunizieren ja vielleicht auch untereinander, die tauschen sich aus und so weiter. Dann würden jede Menge Variablen reinkommen, die man eigentlich nicht kontrollieren kann. Man hat keinen Einfluss darauf, kann nicht einschätzen, was hat da alles eine Rolle gespielt. Also würde ich jetzt hier sagen, an der Stelle müsste man beispielsweise einen etwas zeitlich begrenzten Rahmen nehmen von beispielsweise 90 Minuten, sodass die Leute nicht untereinander kommunizieren können in den einzelnen Gruppen. Wichtig ist auch, dass man andere Variablen kontrolliert, wie beispielsweise Umgebungsvariablen, Lärm, ja, dass die eine Gruppe nicht neben Bauarbeiten lernt und die andere in einem total ruhigen Raum und so weiter. Das sind alles Variablen, die eine Rolle spielen könnten. Das heißt, die drei Gruppen müssen unter identischen Bedingungen arbeiten, bis auf die Variable, die man variiert, nämlich die unabhängige Variable. Außerdem ist wichtig, dass man keine Verzerrung dadurch erhält, dass man die Versuchspersonen ungleichmäßig auf die Gruppen verteilt. Also jetzt mal im Extremfall könnte man sagen, alle Mädchen arbeiten damit, alle Jungen arbeiten damit. Ja, da hätte man Gender als weitere Variable, die eine Rolle spielt. Und damit man möglichst Personeneigenschaften ausschließen kann, würde man also die Methode der Randomisierung wählen, dass man die Personen möglichst zufällig auf diese drei Gruppen verteilt. Es gibt noch andere Verfahren, dass man parallelisiert, also ähnliche Personen findet und die auf die Gruppen verteilt oder so. Aber das Wichtigste ist sozusagen, dass der einzige Unterschied idealerweise, der zwischen den drei Gruppen besteht, ist die Variable, die man als unabhängige Variable gewählt hat, und alles andere sollte identisch sein bzw. kontrolliert sein. So, das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen langweiliger Versuchsplan. In der Regel in der Didaktik geht man auch davon aus, dass nicht eine Methode einer anderen überlegen ist, sondern in bestimmten Kontexten bzw. bei bestimmten Personen. Also dass Methode A vielleicht der einen Personengruppe besser gefällt und Methode B der anderen Personengruppe. Deswegen erweitere ich jetzt mal die Forschungshypothese und wieder hypothetisch: Algorithmen, Simulationen unterstützen in besonderem Maße Studierende mit hoher Cognitive Playfulness. Also das ist eine Personenvariable,
die besagt, so der Spieltrieb der Personen im Umgang mit Computern, exploratives Verhalten und so weiter. Jetzt könnte man sagen, okay, könnte ja eine Hypothese sein, dass die Simulationen insbesondere die Leute fördern, die auch damit gerne spielen und ausprobieren. Das würde dann auf einen zweifaktoriellen Versuchsplan hinauslaufen, wo man wieder hier die einzelnen Methoden auf der linken Seite hat, jetzt aber auch die Versuchsgruppen geteilt hat in diejenigen mit niedriger Cognitive Playfulness und diejenigen mit hoher Cognitive Playfulness. Man hat also ein 2-Kreuz-3 oder 3-Kreuz-2-Design in diesem Fall und hat hier wieder Personengruppen, die jeweils in der einen oder anderen Bedingung arbeiten. Also man hat jetzt hier 6 verschiedene Gruppen, nämlich einmal halbiert auf mit und nied hoher oder niedriger Cognitive Playfulness und dann jeweils auf die 3 Methoden verteilt. Dieser Ansatz ist der sogenannte Aptitude-Treatment-Interaction-Ansatz von Cronbach und Snow, schon ein bisschen älter. Er besagt, dass es eigentlich interessant ist, nicht die Treatments allein zu untersuchen, sondern die Treatments in Interaktion mit zum Beispiel Personenvariablen. Strenge Experimentatoren würden hier sagen, das ist eigentlich gar kein Experiment, weil nämlich nicht die Versuchspersonen komplett randomisiert auf alle Gruppen verteilt sind. Also in einem wirklich extrem strengen Sinne eines Experiments ist das keins. Aber ich denke, in unserem Kontext können wir das auch jetzt mal weiterführen, dieses Beispiel. So, jetzt zu den Ab. Jetzt haben wir erstmal die unabhängigen Variablen bestimmt. Also wir haben unabhängige Variablen, 2 Stück, nämlich die Methode und die Cognitive Playfulness. Jetzt zu den abhängigen Variablen. Also was messe ich eigentlich oder wie will ich messen, ob ein Effekt eingetreten ist? Da gibt es natürlich unendlich viele Möglichkeiten, was zu messen. In der Didaktik ist der Lernerfolg immer ganz besonders wichtig oder die Motivation. Andere Variablen kann man sich auch vorstellen. So, die wird man in der Regel mit Tests erheben und diese Tests entscheiden schon extrem darüber, welche Verfahren man denn verwenden kann zur Auswertung. Also auf der einen Seite ist der Versuchsplan entscheidend, auf der anderen Seite, welche abhängigen Variablen ich mit welchen Tests erhebe. Es gibt 2 verschiedene Typen von Tests, nämlich parametrische Verfahren und nicht-parametrische Verfahren. Die parametrischen Verfahren setzen voraus, unter anderem, dass eine bestimmte Verteilung in den Daten vorliegt, also beispielsweise in der Regel Normalverteilung. Die Daten müssen normal verteilt sein, die erhoben wurden. Außerdem setzen sie voraus Intervallskalenniveau, also dass dass die Skalenwertabstände auch inhaltlich gleiche Abstände bedeuten und noch andere Eigenschaften, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will. Und diese parametrischen Verfahren haben also harte Voraussetzungen, wie beispielsweise T-Test, was man immer wieder anwendet, oder die Varianzanalyse, ANOVA, haben diese Voraussetzungen. Wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, muss man trotzdem nicht aufgeben. Es gibt noch nicht parametrische Verfahren, die auf Rangwerten basieren. Wir haben weniger Voraussetzungen, beispielsweise keine Verteilung, beziehungsweise da langt auch Ordinalskalenniveau, aber sie sind auch zum Teil weniger Standard, also zum Beispiel die Verfahren von Bredenkamp als Alternative zur Varianzanalyse, die kennt eigentlich keiner. Ja? Und da hat man vielleicht auch Rechtfertigungsprobleme, warum man dieses Verfahren verwendet. So, also das sind die. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass diese Voraussetzungen der parametrischen Verfahren, also der Standardverfahren, die immer genommen werden, auch unter bestimmten Bedingungen vernachlässigt werden können. Aber diese Überlegungen muss man sich vorher machen. So, jetzt zum letzten Aspekt der Vorbereitung, Bestimmung des Stichprobenumfangs. Da muss man sich auch erstmal kurz ausholen. Bei Experimenten untersucht man ja in der Regel nicht die gesamte Population, also alle Studierenden der Informatik, sondern man zieht eine Stichprobe. Und durch das Ziehen einer Stichprobe und man schließt von der Stichprobe auf die Population und da kann man natürlich Fehler machen, weil die hängt von der Stichprobe ab, die man gezogen hat. Da gibt es eigentlich 2 Typen von Fehlern, je nachdem, ob die sogenannte Nullhypothese zutrifft in der Population oder nicht, beziehungsweise in der Stichprobe zutrifft oder nicht. Die Nullhypothese besagt in der Regel, es gibt keinen Unterschied zwischen Gruppen. Also diese Animation, Simulation hat keinen Unterschied bewirkt. Das Gegenteil der Nullhypothese besagt dann eben, dass ein Unterschied vorliegt und bezeichne ich mal mit H1, die Nullhypothese mit H0. So, richtige Entscheidung treffe ich, wenn in der Population kein Unterschied vorliegt, in der Stichprobe auch nicht, beziehungsweise in beiden ein Unterschied vorliegt. Der berühmtere von beiden Fehlern, die ich machen kann, ist der sogenannte Fehler erster Art oder Alpha-Fehler.
In der Population gibt es keinen Unterschied. Ich habe aber dummerweise Stichproben gezogen, die einen Unterschied aufzeigen. Ja, ich kann sozusagen, ja, okay, das ist der Fehler erste Art. Der Fehler zweite Art, der ein bisschen unterschätzt ist, ist, in der Population gibt es einen Unterschied, aber ich kann anhand meiner Stichprobe keinen aufzeigen. Das ist der Fehler zweiter Art oder Beta-Fehler. Alpha kennt man dann in der Regel daher, dass man sagt, man arbeitet auf einem Alpha-Niveau von 0,05 oder von 5%. Das bedeutet, dass man mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% ja, diesen Fehler erster Art macht. Also, dass man in 95% aller Fällen, wenn man H1 aus der Stichprobe ableitet, liegt man richtig, aber in 5% aller Fällen macht man einen Fehler. Ja, nämlich genau diesen Fehler. So, und zur Bestimmung des Stichprobenumfangs spielen unter anderem gerade dieser Irrtumswahrscheinlichkeit Alpha eine Rolle. Auch Beta, und da gibt es den Begriff Teststärke, das ist 1 minus Beta, also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich, wenn H1 vorliegt, ich auch H1 feststelle. Dann die Effektgröße. Es wird auch immer diskutiert, na gut, signifikante Ergebnisse schön und gut, aber welcher Effekt steckt da dahinter? Also ich habe ein signifikantes Ergebnis, dann schaut man aber mal auf die Daten und merkt, inhaltlich ist es aber kaum ein Unterschied, der aber signifikant geworden ist. Das muss man auch berücksichtigen. Und die Stichprobengröße n. Und diese vier Werte hier hängen zusammen. Also wenn ich drei davon gegeben habe, dann ergibt sich der vierte. Und das, ja? Der Alpha-Fehler, ja falsch, positiv. Also der Alpha-Fehler, genau, besagt im Endeffekt, dass wenn in der Population kein Unterschied vorliegt, ja, es gibt eigentlich keinen Unterschied zwischen diesen Methoden, genau. Und ich bemerke in der Stichprobe, messe ich aber einen signifikanten Unterschied und sage, es gibt einen Unterschied, obwohl es in der Population keinen gibt, begehe ich einen Alpha-Fehler. Genau, also das würde bedeuten, wenn ich jetzt einen Alpha-Fehler mache, ich hätte etwas. Okay, also Signifikanzniveau richtig. Also hier müsste Irrtumswahrscheinlichkeit stehen. Irrtumswahrscheinlichkeit, ja, genau, ja, Sie haben recht, ja, genau. Richtig, Sie haben recht, ja. So, wenn ich jetzt die Stichprobenumfang berechnen will, muss ich mich sozusagen auf die ersten drei Größen hier festlegen und kann dann feststellen, wie viele Versuchspersonen ich brauche. Und ich nehme jetzt mal so einen Standardfall, den man immer wählt, also 5% Irrtumswahrscheinlichkeit, Teststärke 0,8. Und dann unterscheidet man noch die Effektgröße, klein, mittel oder groß. Das sind theoretische Werte und oft geht man auf den mittleren, sodass man dann hier in Tabellen, also man kann es entweder ausrechnen, aber man schaut in Tabellen nach, hier aus Bord-Störing genommen, das habe ich vergessen hinzuschreiben, bei einem 2-Kreuz-3-Versuchsplan, in unserem Fall würde man beispielsweise damit mittlere Effekte signifikant werden können, bräuchte man 27 Personen pro Gruppe. Wenn man 162 pro Gruppe hat, dann können sogar kleine Effekte signifikant werden, das ist aber die Frage, ob man das überhaupt haben will. Bitte? Ja, genau. Cohen ist derjenige, der die Power-Analyse entwickelt hat, beziehungsweise mehrere dieser Funktionen vorgestellt hat. Und glauben einfach alle, dass die überall hin, überall. Was meinen Sie mit die glauben, dass die richtig ist? Ja. Also, Auch 27 Leute für 2-2-Experiment sehen. Ja, das sind mathematische Bedingungen in dem Zusammenhang. Ja. Okay. Ungefähr. Es hängt von der Anzahl der Gruppen an, die man in seinem Versuchsplan hat. Das ergibt sich natürlich, wenn man 2-Kreuz-3-Versuchsplan muss man 27 mal 6 multiplizieren. Ja. Ach so, die spielt keine Rolle dabei. Nein, die spielt keine Rolle. Das ist ein anderes Problem. Also das ist, glaube ich, eher das Problem, ob man repräsentativ sein will oder nicht. Also dieses Ding hier klärt nicht, ob man repräsentativ ist, also eine repräsentative Stichprobe gezogen hat, sondern das klärt nur, ob die Stichprobe sozusagen, also wie viele Personen brauche ich, um in meiner Stichprobe, damit ein Effekt, der mittelgroß ist, auch tatsächlich signifikant wird. Die Annahme ist aber, dass die Stichprobe repräsentativ sein muss.
Gut, in der Regel sind wir nie repräsentativ bei dem, was wir tun. Also wenn man ein Experiment macht, ist man, ja. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin da. Bis dann. Ja. Müsste ich nochmal nachgucken. Müsste ich nochmal nachgucken. Bitte? Pro Gruppe. Ja. Pro Gruppe. Ja. Okay. Das sind sozusagen Überlegungen, die man vorher anstellen muss. Also Versuchsplan, was messe ich, welche Tests verwende ich anschließend, wie viele Versuchspersonen brauche ich. Bei der Auswertung dann schließlich hat man ja Daten gemessen, also man hat Daten gemessen und jetzt gehe ich mal von dem Beispiel aus, man hat in irgendeiner Weise den Lernerfolg erfasst. Dann hat man hier sechs Gruppen und sechs einzelne Verteilungen mit jeweils Mittelwerten. Und jetzt will man rausfinden, ob es da signifikante Unterschiede gibt. Jetzt könnte man also anfangen und man vergleicht die Gruppen. Man vergleicht zum Beispiel die oberen beiden Gruppen miteinander, dann die nächsten beiden Gruppen, dann wieder die nächsten beiden Gruppen. Oder man vergleicht vielleicht spaltenweise die Gruppen immer mit einzelnen T-Tests. Ja, T-Tests kann man immer zwei Gruppen miteinander vergleichen. Dieses Vorgehen hätte den Nachteil, dass man zig T-Tests durchführen müsste, nämlich hier schon mal drei in den Zeilen und dann zwischen diesen jeweils drei. Also es sind einige Tests, die man durchführt. Und da man ja immer mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% arbeitet, würde man beispielsweise, wenn man insgesamt 20 Tests durchgeführt hat, wäre einer zufällig signifikant. Ja? Also je mehr Tests man durchführt, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass mal einer per Zufall signifikant wird. Was man machen kann, man passt das die Irrtumswahrscheinlichkeit an, senkt die. Das wäre eine Möglichkeit, das ist das sogenannte Bonferroni-Verfahren. Eine andere Möglichkeit ist, man verwendet erstmal einen globalen Test, einen einzigen globalen Test, der alle Gruppen hier auf Unterschiede untersucht. Das ist die sogenannte Varianzanalyse. Mit der Varianzanalyse kann ich erstmal schauen, gibt es insgesamt einen Haupteffekt der Methode, einen Haupteffekt der Cognitive Playfulness in diesem Fall? Oder gibt es, und gibt es Interaktionseffekte, also das, was mit dem ATI-Ansatz eigentlich verfolgt wird, gibt es Interaktionseffekte zwischen beiden unabhängigen Variablen? Was gemacht wird, ist, die Varianz wird sozusagen anhand ihrer Anteile aufgeklärt und geschaut, welchen Anteil hat denn jetzt die Methode an den Unterschieden hier vorliegen, welchen Anteil hat die Cognitive Playfulness und gibt es auch Interaktionseffekte, das heißt etwas kompliziertere Zusammenhänge. Diagramme, die dabei rausspringen können, ist beispielsweise das folgende. Ich habe jetzt hier die drei Gruppen ohne Lernhilfe, Animation, Simulation aufgetragen auf der X-Achse und hier auf der Y-Achse den Lernerfolg, der in irgendeiner Weise erfasst ist. Ist ja egal, also man kann maximalen Wert von 5 erreichen. So, was man jetzt hier, und also die beiden unterschiedlichen Graphen hier sind einmal die mit niedriger Cognitive Playfulness, die mit hoher Cognitive Playfulness. Würde man ein solches Ergebnis rausbekommen, hätte natürlich entsprechend die Signifikanzen auch herausbekommen. Hier in diesem Fall würde ein Haupteffekt der Cognitive Playfulness vorliegen. Also diejenigen mit hoher Cognitive Playfulness haben insgesamt immer einen höheren Lernerfolg erreicht als die mit niedriger. Und diese beiden sind auch einigermaßen parallel. Das heißt, es gibt keinen Interaktionseffekt und eine Steigerung zwischen ohne Animation und Simulation gibt es auch nicht. Alternative wäre das folgende, das würde vielleicht einem Haupteffekt der Methode entsprechen. Also die mit der Simulation gearbeitet haben, sind besser als die, die mit der Animation gearbeitet haben und die besser als die ohne gearbeitet haben, aber es gibt keinen Unterschied zwischen den Cognitive Playfulness Leveln. Und man weiß natürlich jetzt erstmal nicht so genau, zwischen welchen diesen Gruppen gibt es dann einen signifikanten Unterschied. Also ohne Animation und Simulation, wenn man drei verschiedene Gruppen hat und die Varianzanalyse sagt erstmal, es gibt einen Unterschied in der Methode. Jetzt müsste man sogenannte Post-Hoc-Tests durchführen, die dann die einzelnen Gruppenunterschiede messen. Ja, das, was man also gleich von Anfang an hätte machen können, alle Unterschiede zwischen allen Gruppen messen, das macht man nur dann, wenn es einen signifikanten Unterschied gibt, den die Varianzanalyse herausgeworfen hat.
Hier braucht man das nicht, weil man hat nur zwei Gruppen. Wenn da ein Haupteffekt rauskommt, weiß man, zwischen welchen beiden Gruppen der Unterschied existiert. Aber ob jetzt bei drei Gruppen dieser Unterschied zwischen Ohren und Animationen wirklich signifikant ist oder nicht, das muss man dann erst nochmal rauskriegen. Und Interaktionseffekt, der herrscht in der Regel dann vor, wenn die beiden Graphen nicht parallel sind, sondern irgendwie Verschränkungen stattfinden. So beispielsweise hier könnte man jetzt feststellen, dass insbesondere diejenigen, die mit hoher Cognitive Playfulness von Animation und Simulation profitieren, während die anderen eigentlich keinen Effekt davon haben. So, das ist eigentlich so ein Standardvorgehen, wenn man ein Experiment durchführt. Achso, noch ein Punkt, was man machen kann, multivariate Varianzanalyse. In der Regel hat man nicht nur eine abhängige Variable, sondern mehrere, also nicht nur Lernerfolg, sondern Motivation vielleicht noch oder verschiedene Motivationsvariablen. Da könnte man jetzt immer eine Varianzanalyse pro abhängiger Variable durchführen. Was man aber auch machen kann, ist, man führt wieder erstmal einen einzigen Test durch, nämlich einen multivariaten Test, in dem die Vektoren der einzelnen abhängigen Variablen mit einem einzigen Test berücksichtigt werden. Und man schaut erstmal, gibt es hier beispielsweise einen Effekt der Methode auf allen abhängigen Variablen. Wenn man hier einen Haupteffekt gefunden hat, dann kann man nochmal näher reinschauen, beispielsweise mit einzelnen univariaten Varianzanalysen oder mit anderen Verfahren, Diskriminanzanalyse oder ähnlichem. Das Vorgehen ist sozusagen, dass man einen Versuchsplan hat und anschließend erstmal einen globalen Test durchführt, damit man nicht, wenn man gleich 20, 30, 40 Signifikanztests durchführt, sich irrt anhand der Signifikanzen, weil man eben so viele Tests durchgeführt hat, dass auch welche dabei sind, die per Zufall signifikant werden, dass Scheinsignifikanzen entstehen. Außerdem muss man noch beachten, dass es gibt auch entsprechende Verfahren mit Messwiederholung, weil Lerneffekt oder Lernerfolg wird man in der Regel nicht nur am Ende messen, sondern man wird am Anfang eine Messung erheben und am Ende eine Messung und schauen, haben sich die Leute verbessert oder nicht. Und dann muss man mit Verfahren arbeiten, die diese Messwiederholung berücksichtigen. So, typische Ergebnisse, die beim Experiment rauskommen können, sind: Methode A ist besser als Methode B bezüglich Lernerfolg. Das wäre ein sehr globales Ergebnis, das in der Regel nicht gefunden wird, weil eben diese Interventionen interagieren mit Personenvariablen. Beispielsweise eine andere Möglichkeit wäre: Methode A ist für Lernende mit geringem Vorwissen besser, Methode B für Lernende mit hohem Vorwissen. Oder Methode A steigert die Motivation in höherem Maße als Methode B, insbesondere für Lernende mit schwachem Selbstkonzept. Also kann man, so sehen typische Ergebnisse von Experimenten aus. So, das Charakteristische an einem Experiment ist, oder was man versuchen muss bei einem Experiment, ist insbesondere auch die interne Validität zu gewährleisten. Das heißt, man muss schauen, die Veränderung der abhängigen Variablen, geht die wirklich nur auf die Veränderung der unabhängigen Variablen zurück? Und das muss man versuchen zu erreichen. Also man muss all die Probleme der Störung anderer Variablen beispielsweise ausschalten, dass man mehr oder weniger sicher sein kann, dass keine anderen Effekte eine Rolle gespielt haben, außer die Variation der unabhängigen Variablen. Ein Problem beispielsweise, was immer wieder aufgegriffen wird, insbesondere in Versuchsplänen, die nicht vergleichend sind, also das sollte man sowieso nicht machen im Experiment, nicht vergleichen. Aber wenn man nur eine Gruppe hat und misst sozusagen den Lernerfolg am Anfang, dann macht man eine Methode, misst den Lernerfolg am Ende, dann kann natürlich der Effekt auf die Methode zurückzuführen sein, es kann aber auch an allem Möglichen liegen. Die Leute sind älter geworden in der Zeit, sie haben sich mit anderen Dingen beschäftigt. Das muss man ausschließen. Zeitfaktoren, History, genau, dass dann irgendetwas auftaucht, irgendetwas passiert, was überhaupt nichts mit dem Experiment zu tun hat, was aber den Verlauf beeinflusst. Testeffekte, dass der Test am Anfang und am Ende ein anderer war, dass zum Beispiel andere Interviewer befragt haben oder ähnliches, da muss man auch aufpassen, dass die Methode des Tests immer identisch ist. Und Auswahlverzerrung muss man vermeiden, dass die Personen eben ungleichmäßig über die einzelnen Gruppen verteilt sind. So, wenn man eine hohe interne Validität erreicht, und das ist oft der Kritikpunkt an Experimenten, dann büßt man Realität ein. Also man hat ein Laborexperiment geschaffen,
in einer künstlichen Situation, in der man weiß, hier variiere ich jetzt ein oder zwei unabhängige Variablen, alles andere ist konstant und da messe ich einen Unterschied. Und dann kommen anschließend immer die Leute aus der Praxis, sage ich jetzt mal, und sagen, ja, das ist ja alles schön und gut, aber das ist ja so eine unrealistische Situation, die ihr da gemacht habt. Also alle saßen einzeln vom Computer und haben sich mit irgendwas beschäftigt. Für uns lernen sie zusammen und so. Also das ist ein so unrealistisches Szenario, dass die sogenannte externe Validität eigentlich niedrig ist in dem Fall, dass man sagt, also gut, die Verallgemeinerbarkeit jetzt aus der Laborsituation heraus auf alle möglichen anderen Situationen, auf andere Personen, auf andere Lernkontexte, auf andere Dozenten und so weiter, die muss erst nochmal überprüft werden, beispielsweise indem man ein ähnliches Experiment in anderen Kontexten durchführt und die Ergebnisse repliziert. Ja, Fragen? Sie haben gesagt, globale Aussagen sind selten, dass bei Experimenten rauskommen. Liegt das am Validitätsproblem oder liegt das daran, dass Sie für jede Lehrmethode einfinden, der damit super lernt? Die Frage war, warum kommen so globale Ergebnisse selten raus? Ich würde sagen, das liegt eben daran, dass die Methoden nicht für alle Lernenden gut sind. Nicht für alle Lernende, nicht für alle Aufgaben, nicht für alle Inhalte, nicht für alle Dozenten und so weiter. Also dass man natürlich immer... Negative globale. Dass Sie sagen, bestimmte Methoden gibt es mir nun echt für gar keinen. Also, ich habe hier mal einen Lernstab auf die Schuhsohle an, ja. Auf den Kopf. Ja. Und da kriege ich noch nicht mal global raus, dass das wahrscheinlich nicht funktioniert. Globale negative Aussagen. Ja, mir ist jetzt keine bekannt, aber es könnte sein, dass das sinnvoll ist, ja, wenn die Methode entsprechend abstrus ist. Also, nicht mal bei Frontalunterricht gelingt es wahrscheinlich. Java hat versagt, wäre so eine, da könnten wir es mal versuchen. Ja. 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 Ja, also die Predictive Power ist natürlich geringer als bei Naturwissenschaften. Der Apfel fällt immer mit entsprechendem Gesetz vom Baum, sage ich mal. Oder, ja. Man arbeitet hier natürlich mit Menschen. Und das sind, die Lernsituationen sind sehr komplexe Situationen, in der die Variation von einigen wenigen Variablen natürlich nicht der Gesamtkomplexität der Lernsituation entspricht und sozusagen ganz viele Einflussfaktoren auch sonst noch eine Rolle spielen, sodass die eine Variable vielleicht eine geringere oder wesentlich geringere Predictive Power hat als in physikalischen Experimenten. Da kann, also sicherlich hat es welche. Also es gibt zahlreiche Experimente, die man nennen kann, also beispielsweise, ich denke jetzt mal an Multimedia-Lernen, da gibt es Zahl oder auch Cognitive Load Theory, die vorhin angewendet erzählt wurde, da gibt es wirklich zahlreiche replizierte Ergebnisse, die beispielsweise besagen, in bestimmten Lernkontexten ist es besser, zum Text, mit dem man lernt, auch ein Bild dazu zu tun. Das ist erläutert beispielsweise. Ja. Ja. Da ist mir jetzt in der Form aus unserer Disziplin keins bekannt, was vielleicht auch unter anderem daran liegen kann, dass wenige durchgeführt werden in der Form. Oder es schwierig ist auch vielleicht, weil man den Lernerfolg, also müssen wir vielleicht nochmal diskutieren, wie müsste man eigentlich zum Beispiel den Lernerfolg in so Programmierkursen? Okay, aber das stelle ich hier zur Diskussion. Also wir müssen mal überlegen, ob das die angemessene Methode überhaupt für uns ist oder eine andere. Oder ob man beide braucht. Ja? Ja, ein Problem ist ja auch, was man in der Medizin wirklich sehr genau untersucht hat. Also alle diese Ergebnisse helfen ja nichts, wenn man auch keine kausalen Zusammenhang weiß. Das ist ja das Problem. Auch wenn wir eigentlich sehen und glauben, dass da kausale Zusammenhang besteht, müssen wir auch beweisen, mit irgendeiner Theorie oder was auch immer, dass dieser kausale Zusammenhang tatsächlich existiert. Und diesen Beweis, ja, also es ging jetzt um kausale Zusammenhänge. Also im Experiment hat man schon sozusagen eine solche Situation geschafft, dass man, wenn alles sauber abgelaufen ist, sagen kann, die Variation der unabhängigen Variable hat auch zu den Veränderungen in den Effekten geführt. Aber ob das jetzt die direkte Ursache ist oder
andere Ursachen dann noch mit eine Rolle spielen, eine komplizierte Ursachenverkettung oder so, das kriegt man so natürlich nicht raus. Ja. Genau. Ja, also das war jetzt gerade ein Beispiel, was eben diese personenabhängige Variable mit reingezogen hat, beispielsweise das Vorwissen und so weiter. Das ist natürlich, gerade was, deswegen meinte ich vorhin, strenge Experimentatoren würden es nicht als Experiment bezeichnen, aber wenn ich eine Personenvariable habe im Rahmen von ATI-Forschung anhand der Personenvariable trenne, dann trenne ich nicht nur anhand der Variable Vorwissen, sondern auch Selbstvertrauen, Kompetenzerwartung, Motivation und so weiter. Das spielt dann alles eine Rolle. Das ist klar. Also da ist sozusagen der kausale Zusammenhang noch kritischer zu hinterfragen. Ja. Ja. Das würde ich aber eben, da würde ich eben sagen, da ist natürlich die Kausal, ja, genau, also die Korrelationen sowieso, Zeitreihenkorrelationen oder generell Korrelationen sagen natürlich überhaupt nichts aus über Kausalität. Im Experiment, also im wirklich klassischen Experiment, habe ich schon die Möglichkeit zu sagen, die unabhängige Variable hat den Effekt hervorgerufen, also die Variation der unabhängigen Variable. Man kann es jetzt streng genommen als funktionalen Zusammenhang sehen, wenn man will. Ja, aber wenn ich wirklich die Situation unter Kontrolle habe und ich gebe den einen die Materialien, den anderen die Materialien und die Gruppe ist wesentlich besser als die andere, dann lag es an den Materialien. Wenn denn alles andere nachgewiesenermaßen in irgendeiner Weise konstant gehalten wurde, kontrolliert wurde. Nein, die Statistik ist es nicht. Es ist die Versuchsanlage, die darüber entscheidet. Die Statistik sagt gar nichts. Das ist nur das Mittel sozusagen, um Signifikanzen aufzudecken und Unterschiede aufzudecken. Das Wesentliche ist der Versuchsplan vorher. Also die Anlage. Genau. Also es, ja, also es ist, genau, es ist natürlich immer Aussagen unter einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wenn man so will. Also, das stimmt, aber das sind wieder Beispiele sozusagen aus dem nicht-experimentellen Bereich, weil ich das Modell nachträglich an die Daten anpasse. Also wenn man streng genommen vorgeht, kann man schon gewisse Aussagen treffen über die Variationen der unabhängigen Variablen. Ich würde aber vielleicht noch eine Frage, weil an der Stelle, um mich weitermachen, damit ich aus einer Methode komme. Ja.
vorher untersucht, wie der kausale Zusammenhang möglicherweise ist. Also da hat man vorher Untersuchungen gemacht. Also wir glauben aus diesen Gründen, dass dieser Zusammenhang besteht und dieses Mittel, das wir jetzt verabreichen, genau aus diesem Grund wird. Dann kann man das Experiment machen und dann kann man sich relativ sicher sein, dass tatsächlich dieser kausale Zusammenhang besteht. Aber diese Theorie und Untersuchung geht ja nur in der Informatik. Also ich muss, warte mal. Also ja. Nur die Tatsache, dass der Vortrag irgendwann vorbei ist, heißt ja nicht, dass wir das Thema nicht nochmal... Nein, also ich bin auch froh, dass so heftig diskutiert wird und ich freue mich auch, wenn wir das danach noch machen. Aber man darf es auch nicht unterschätzen. Also ein wohlüberlegtes, gut durchdachtes Experiment, das einen schönen Effekt zeigt, ist was wert. Und ich würde es nicht sozusagen abtun mit, naja, wir sind jetzt in einem schwierigen Kontext mit Lernen und Lehren und so weiter, lassen wir es lieber. Sondern man kann schon sehr schöne Experimente auch designen und durchführen. Man muss vielleicht aber ein bisschen Kreativität an den Tag legen. Aber müssen wir drüber reden. Also das war sozusagen die eine Methode hier, das Experiment sozusagen als schlagkräftige Methode, um mehr oder weniger Ursache-Wirkungszusammenhänge aufzudecken. In der Verteidigung immer so ein bisschen die Aktionsforschung, die einen ganz anderen Ansatz hat. Die Aktionsforschung überlebt sich, na jetzt habe ich konkrete Probleme in meiner Lehrveranstaltung. Nützt mir denn da das Experiment was? Also ich merke jetzt, meine Studenten lernen nicht so, wie ich mir das vorstelle. Die sind unmotiviert oder bringen nicht die Leistungen. Muss ich jetzt jedes Mal ein Experiment durchführen, in dem Sinne wie ich kontrolliere alle Variablen, ich halte sozusagen Bedingungen konstant und variiere nur noch die unabhängige Variable und versuche einen möglichsten Laborkontext herzustellen. Das kann ich im Rahmen von der Lehrveranstaltung, wo ich ja noch andere Aufgaben habe, vielleicht gar nicht leisten. Außerdem ist die Frage, inwieweit kann ein Experiment mich persönlich in meiner konkreten Lehrveranstaltung über einen längeren Prozess begleiten? Also ich möchte meine Lehrveranstaltung über 1, 2, 3, 4 Jahre verbessern. Ich kann da kein Experiment am Anfang und am Ende durchführen. Da spielen viel zu viele Variablen eine Rolle. Welchen Wert hat dieses Experiment sozusagen innerhalb eines solchen Kontexts? Und da möchte ich jetzt noch im letzten Viertelstunde eine andere Methode vorstellen, nämlich die sogenannte Aktionsforschung, die in einem ganz anderen Kontext entstanden ist, oder nicht ganz anders, aber ein ähnlicher Kontext, nämlich aus den Sozialwissenschaften. Einer der ersten Aktionsforscher war John Collier, keine Ahnung, wie man ausspricht, der in den Vereinigten Staaten die Verbesserung der Lebensbedingungen von Indianern dafür verantwortlich war. Und er hat kritisiert, dass sozusagen bis zu dem Zeitpunkt, wo er ins Amt getreten ist, immer die verschiedenen Stämme gleich behandelt wurden. Also da wurde nicht auf den einzelnen Stamm geschaut, um zu schauen, was sind denn die Unterschiede, die Präferenzen dieser einen Personengruppe gegenüber den anderen Personengruppen, um dann konkret für diese eine Personengruppe eine Verbesserung herbeizuführen. Und er hat den Ansatz vertreten, man muss zu der Personengruppe gehen, man muss sozusagen versuchen, die konkrete Situation dieser einen Personengruppe zu verbessern, und zwar in Interaktion mit dieser Personengruppe, also der Bedarf oder der Wunsch, dass sich etwas verbessert beispielsweise, sollte auch aus dieser Gruppe herauskommen und dann gemeinsam mit dieser Gruppe überlegen, wie man die Situation verbessern kann. Auch für die Verbesserung in sozialen Gruppen ist Kurt Lewin eingetreten, der Godfather of Action Research, zeichnet ihn manchmal, der hat zahlreiche Experimente durchgeführt und auch als erste richtig systematisch durchgeführt. Unter anderem ein bekanntes Action Research Projekt war die Verbesserung von Arbeitsbedingungen in Betrieben. Also damals, die Betriebsleiter haben gesagt, die Frauen in seinem Betrieb können nicht so viel leisten wie die Männer beispielsweise. Und er ist mit dem Action Research Ansatz in diese Gruppe hineingegangen und hat versucht, in Zusammenarbeit mit den Personen dort Methoden zu entwickeln, sodass die Situation der Arbeiter, insbesondere dann in dem Fall auch der Frauen, verbessert wurde, hat es auch geschafft und war sozusagen einer der ersten, die auch versucht haben, Demokratisierungsbewegungen in die Betriebe hineinzubringen. Einer, der eher den Erziehungswissenschaften zuzuordnen ist, ist Paulo Freire, der in Brasilien für die Verbesserung des Bildungssystems eingetreten ist, beispielsweise zur Verbesserung der Alphabetisierung ärmerer Menschen in Brasilien, und die Verbesserung des Bildungssystems generell.
Und hat dort auch den Action Research Ansatz vertreten. Also immer der Ansatz, wir wollen die konkrete Situation einer bestimmten Personengruppe verbessern, wir wollen in einem bestimmten Kontext eine Verbesserung herbeiführen, handelnd und das Ganze aber systematisch angehen mit einem gewissen Forschungsanspruch. Ja, also die Idee ist sozusagen auch, dass man jetzt hier, wenn man jetzt hier anfangen würde, Experimente zu machen mit den Indianern da oben in der Gruppe, dann würde man vielleicht auf allgemeine Erkenntnisse stoßen, aber man hätte vermutlich die Indianer gegen sich, ja, man würde sozusagen nicht unbedingt deren Situation verbessert haben. Außerdem ist es so, nach diesem Ansatz, sobald ich in die Gruppe hineingehe, also sobald ich als Forscher in die Gruppe, sag jetzt mal einen eingeborenen Stamm, irgendwo einen Abgeschotteten hineingehe, um dort was zu untersuchen, dann verändere ich durch meine Präsenz dort an sich schon die Situation derjenigen, die sich dort befinden. Also stellt sozusagen in Frage der Anspruch, der jetzt beispielsweise beim Experiment vertreten wird, dass man als Forscher außerhalb der Situation steht, der ist ja nicht gegeben, sondern man befindet sich beim Aktionsforschungsansatz als Forscher immer in der Situation. Und uns geht es ähnlich. Also wenn wir unsere Lehrveranstaltung verbessern wollen, dann sind wir eigentlich Personen innerhalb der Situation, die Teil des Systems sind und wir wollen unsere eigene Lehrveranstaltung verbessern, also eine konkrete Verbesserung herbeiführen. Aktionsforschung nach Hinshey hat einige Charakteristika. Sie zielt auf Verbesserung oder besseres Verstehen im konkreten Kontext ab. Also ist nicht so sehr, zielt nicht so sehr auf Generalisierung ab, sondern auf konkrete Kontexte. Der Forscher ist Teil des Systems, befindet sich innerhalb der Community und versucht gemeinsam mit diesen Menschen eine Verbesserung herbeizuführen. Und was wichtig ist, es darf nicht verwechselt werden mit unsystematischem Vorgehen, sondern es entspricht einem gewissen systematischen Vorgehen, dem man folgen muss, damit man eben nicht in die Beliebigkeit abdriftet, weil das ist natürlich ein Ansatz, der stark der Subjektivitätsgefahr ausgesetzt ist. Und was auch im Sinne von Formative Assessment der Fall ist, ist ein zyklischer Ansatz. Also man geht immer wieder durch diesen Prozess, durch einen bestimmten Prozess hindurch, um die Situation schrittweise zu verbessern. Das Vorgehen prinzipiell bei Aktionsforschung ist so trivial, wie es hier aussieht. Planen, handeln, bewerten. Wobei der Name Aktionsforschung eben von dem Handeln-Aspekt kommt. Es ist trivial, aber dennoch muss man sich das immer wieder klar machen, weil es häufig nicht befolgt wird in konkreten Situationen. Also man hat irgendeine Verbesserung und nachträglich überlegt man sich, woran könnte es gelegen haben, dass sie auf einmal besser geworden sind. Das wäre sozusagen nicht hier in der Aktionsforschung, das muss systematisch sein. Man muss erstmal planen, welche Verbesserung möchte ich erreichen, wie möchte ich die erreichen, Theorien hinzuziehen, dann einen konkreten Handlungsplan ausarbeiten nach diesem Handeln und anschließend reflektieren, bewerten, ob denn die Verbesserungen so eingetreten sind, wie man es erhofft hat und unter Umständen nochmal in diesen Zyklus eintreten, solange bis man eine tatsächliche Verbesserung in seiner Lehrveranstaltung erreicht hat. So, die einzelnen Tätigkeiten, die jetzt nicht so sukzessive hier auftauchen müssen, also wird immer wieder behauptet, gesagt oder verlangt, dass man auch flexibel zwischen diesen einen hin und her springen muss, ist, man formuliert erstmal eine Frage. Ich möchte meine Lehrveranstaltung verbessern oder wie kann ich es erreichen, dass meine Studenten einen größeren Lernerfolg haben, hinterher besser programmieren können oder sowas. Dann muss ich einen Forschungsplan formulieren. Der beinhaltet erstmal die Fragen von vorher, dann wie will ich die Daten sammeln, um zu überprüfen, ob meine Handlung oder meine Verbesserung eingetreten ist. Oder auch schon mal, um vorher zu gucken, wie ist dann der Ist-Stand. Also es ist auch wichtig, erstmal den Ist-Stand zu erheben. Wie will ich meine Daten analysieren? Wann will ich Erhebungen durchführen? Wann will ich die Aktion durchführen? Wer kann mir helfen bei der Aktion? Also dass man auch andere Personen in seinem Umfeld sucht, die einen dabei unterstützen. Dabei spielt im Wesentlichen auch die Rolle Literaturrecherche, dass man sich also über den Stand der Forschung, sage ich jetzt mal, oder über ähnliche Projekte bewusst ist, dass man das Rad nicht immer wieder neu erfinden muss, dass man das Ganze theoriebasiert macht und auch auf den eigenen Erfahrungen beruhend, dass das hier alles mit einfließt. Dann, wenn es ums Datensammeln geht, ist eigentlich alles erlaubt, was einem so einfällt. Also Dokumente, Artefakte, Videos, Bilder, Beobachtungsnotizen, Interviewergebnisse, Fragenbogenergebnisse, was dazu führt, dass dieser Ansatz auch eher unter qualitativen Forschungsmethoden angesiedelt werden kann als unter quantitativen. Aber es natürlich können dort auch quantitative Ergebnisse eine Rolle spielen, wie beispielsweise Fragebogenergebnisse,
die quantitativ sind oder einfach Noten oder sowas. So, dann muss ich meinen Aktionsplan entwickeln und umsetzen und anschließend wichtig auch dokumentieren. Von Anfang an meine Planung, was habe ich gemacht, was ist hinten rausgekommen und mit anderen teilen. Das ist auch bei manchen Aktionsforschungsansätzen wichtig, dass ich die Ergebnisse mit anderen teile, mit anderen Aktionsforschern beispielsweise oder mit Menschen, die in dem Umfeld auch betroffen sind, um dann gemeinsam daraus zu lernen. Ein Beispiel wäre jetzt, ich stelle fest, dass meine Studenten in den Übungen nicht so richtig motiviert sind, die Teilnahme sinkt, die nehmen nicht an den Übungsstunden teil beispielsweise. Das ist meine Frage, wie kann ich erreichen, dass Studenten motivierter bei der Sache sind? Dann formuliere ich einen Forschungsplan, ziehe die Theorie dazu, also muss ich mich mit Motivationstheorien beschäftigen, wie kann ich intrinsische Motivation fördern, extrinsische, also muss ich jetzt hier anfangen, Noten auf die Übungsblätter zu geben, Punkt auf die Übungsblätter, oder habe ich die Möglichkeit, andere Verfahren zu wählen, um selbstbestimmte Formen der Motivation zu fördern. Dann würde ich Studenten vielleicht noch in der Situation, wo die Motivation schlecht ist, befragen, systematisch befragen, überlegen, wie kann ich herausfinden, was wirklich das Problem ist, warum sind sie unmotiviert. Daraus entwickle ich dann einen Aktionsplan, den ich zum Beispiel im nächsten Semester umsetze und parallel immer während der Umsetzung auch schaue, ob ich den noch modifizieren muss. Muss also immer wieder vielleicht nochmal in Theorien reinschauen oder Daten sammeln, um formativ mich zu verbessern und am Ende schließlich dokumentieren. Typischer Verlauf eines Projekts ist, aus der Schule gegriffen, wir werfen Laptops im Klassenzimmer. So, da könnte man jetzt Laptops ins Klassenzimmer tun und ein Experiment beispielsweise durchführen und zeigen, dass die Schüler mit Laptops bei bestimmten Aufgaben besser gelernt haben, als sie ohne Laptops. Okay, sowas wird gemacht. Wenn man aber in den konkreten Unterricht schaut, merkt man, dass wenn man Laptops in Klassenzimmer packt, dass da eigentlich noch nicht so richtig viel sich ändert, sondern ich habe nur irgendwie ein technisches Werkzeug mehr. Wenn man das jetzt mit dem Aktionsforschungsansatz begleitet, könnte man jetzt also einen Mangel feststellen, dass sich nichts geändert hat und sich die Frage stellen, wie kann ich etwas ändern? Beispielsweise ist klar, wenn ich ein neues Werkzeug habe, dann müssen sich auch die Aufgaben ändern. Ich kann nicht die alten Aufgaben mit den neuen Werkzeugen machen. Wenn man irgendwie, ich sage jetzt mal Mathematik, Differentialrechnung gemacht hat und ich tue jetzt Taschenrechner in das Klassenzimmer hinein oder Laptops, dann macht es vielleicht keinen Sinn mehr, immer wieder neue Funktionen oder Kurvendiskussionen durchzuführen, sondern da kann man dann andere Aufgaben stellen, die das Werkzeug auch nutzen. So, das kann man jetzt begleiten, also man entwirft einen Handlungsplan mit neuen Aufgaben, überlegt sich vorher, wie man das Ganze überprüfen will. Um dann anschließend drauf zu kommen, es hat sich immer noch nicht so richtig viel geändert, weil die Aufgaben im Endeffekt zwar vielleicht in bestimmten Situationen sich geändert haben, aber es wird immer noch auf den Abschlusstest hingearbeitet, der im Endeffekt diktiert, wie die Aufgaben aussehen sollten. Und deswegen muss man vielleicht in dem nächsten Schritt auch die Prüfungen ändern. Ja, und also so iterativ die Situation verbessern. Und wichtig am Aktionsforschungsansatz ist, dass man sozusagen niemals am Anfang hätte vorhersehen können, ja, wenn man nicht wirklich extrem gut im Vorhersehen ist, dass sich später sowas wie die Prüfungen ändern müssen, damit sich etwas ändert. Also das sind Dinge, die kann man nicht komplett antizipieren, sondern das ist etwas, was in der Entwicklung entsteht. Richtig, genau. Also jetzt sozusagen ja. Der Metamethode im Aktionsplan, die sagt, vielleicht war meine Grundannahme, vielleicht wäre es einfacher gewesen, anstatt ja. Ich jetzt alles und auch meine Kriterien ändere, Grundannahme ja. Zu Also ist natürlich die Frage, warum tue ich die Laptops ins Klassenzimmer, sondern ich will, dass die Studenten, dass die Schüler lernen, mit diesen Dingern umzugehen. Ach so, okay. Also das ist vielleicht auch der ursprüngliche Gedanke. Ich kann natürlich auch sagen... Ich hätte es jetzt so verstanden, dass es darum geht, die Laptops ins Klassenzimmer zu holen, und Sachen, die schon vorher gelehrt wurden, besser zu lernen. Unter anderem, ja genau. Oder dass man vielleicht andere Möglichkeiten hat und andere Möglichkeiten ausschöpfen will. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Laptops in das Klassenzimmer tue und ich als Forscher habe beispielsweise, ich bin jetzt nicht der konkrete Lehrer zum Beispiel, sondern ich als Forscher tue die ins Klassenzimmer. Ich habe vielleicht auch die Idee, dass man damit andere Aufgaben machen kann, aber ich merke, die Lehrer, die es einsetzen, die tun das nicht. Ja? Sodass ich an der Stelle sagen muss, okay, ich muss andere Aufgaben, vielleicht Beispielaufgaben bereitstellen, Beispiele, an denen die Lehrer sich orientieren können. Und, ja, Sie haben gesagt, okay, ja. Ja. Was muss ich tun, damit meine Grundannahme ja. wahr wird? Nein, es geht nicht darum, Grundannahmen wahr werden zu lassen, sondern eine Verbesserung der Situation herbeizuführen. Wenn ich feststelle, dass ich gehe von einer Situation aus, die mir nicht gefällt.
So, es gibt irgendetwas zu verbessern in der Situation. Beispielsweise, ich habe Laptops in einem Klassenzimmer und es ist eine Situation, ich merke, die werden nicht genutzt. Also entweder ich gehe diesen Weg oder im Rahmen der Aktionsforschung merke ich, dass es nicht sinnvoll war. Okay, aber So. so wie sich Ihre Folie Ja, darstellt, ja. wenn ich am Anfang ein Bullet, dann zwei Pfeile. Also das Ja. ist kein Pfeil vor der ersten Zeile. Nein, das ist sozusagen die Situation, die ich vorfinde. Ach so, okay, also Ihre Grundannahme war, das können Sie nicht ändern. Ja, oder das ist jetzt einfach eine Situation, in der ich mich befinde. Ich habe jetzt hier 30 Laptops im Klassenzimmer stehen. Was mache ich damit? Ja, kann sie natürlich stehen lassen, aber wenn ich die nutzen will, was muss ich machen, damit sich die Situation verbessert? Das war der Ausgangspunkt. Die werden halt auch ins Klassenzimmer gestellt. Whiteboard wird ins Klassenzimmer gehängt. Ganz Hamburg kriegt Whiteboards. So. Die Frage ist, wird es genutzt oder nicht? Also es ist eine Situation, die einfach geschaffen wird. Und da muss man überlegen, wie kann ich die Situation verbessern hinsichtlich bestimmter Wünsche, die ich habe. Verbesserung könnte ja daran bestehen, die mal rauszukriegen. Ja, also wenn ich der Meinung bin, dass das alles nichts bringt, natürlich, ja. In der Schule war ich momentan sehr in dann, ja, man kann sich halt überlegen, ob man das will oder nicht. Ja, also das ist dann eben ein Ergebnis, das in diesem Prozess rauskommen kann, das ich jetzt persönlich wahrscheinlich enttäuschend fände, aber in der konkreten Situation, bei dem konkreten Lehrer mag das vielleicht oder bei den konkreten Schülern vielleicht eine richtige Entscheidung sein. Okay, das ist auch ein finanzielles Problem, wer das gemacht hat. Okay, weitere Aspekte, bin gleich fertig. Einige Ansätze, es gibt verschiedene Aktionsforschungsansätze und einige heben die Bildung von Research Communities heraus. Es sind natürlich alles singuläre Ergebnisse, die sich nicht verallgemeinern lassen. Das ist jetzt einfach ein Ergebnis, also sag mal, den Anspruch hat die Aktionsforschung gar nicht. Sie will nicht allgemeingültige Ergebnisse produzieren, sondern die konkrete Situation verbessern, im Gegensatz zum Experiment. Natürlich ist es aber so, dass wenn ich mein Ergebnis teile, ich aus dieser subjektiven Situation herauskomme und es anderen anbiete, die darauf sich äußern können, ähnliche Projekte durchführen können, vielleicht zu ähnlichen Ergebnissen kommen, kritisieren können und so weiter, sodass man als Community von Action-Researchern diesen Ansatz in verschiedenen Kontexten durchführt und sich gemeinsam voranbringt. Stunde ist vorbei. Ich bin auch gleich fertig. Ich bin auch gleich fertig. Die Frage ist, ob man, da hat Jean-Paul Mateur in der Diskussion im Wiki stark drauf abgehoben, mit oder ohne sogenannten kritischen Freund, also der Lehrer, der Aktionsforschung betreibt, braucht der einen Wissenschaftler an der Hochschule, der ihn begleitet? Einige würden sagen, ja, weil der Lehrer nämlich vielleicht nicht dieses methodische Wissen hat, das der Wissenschaftler ihm geben kann. Andere würden sagen, nein, weil das sozusagen die Autonomie des Lehrers einschränkt, weil der Wissenschaftler mit einem ganz anderen Blick rangeht und vielleicht auch dann auf dem Rücken des Lehrers Karriere machen will oder so. Das ist sozusagen die Gefahr, die man da sehen kann. Grundlagenforschung wird für wichtig gehalten, auch in der Action Research Community. Also Experimente sind auch etwas, was für wichtig gehalten wird. Aber sagen, da dürfen wir nicht bei stehen bleiben, sondern die Forschung muss auch in die Welt gehen. Research that produces nothing but books will not suffice, sagt Lenin. So, es gibt noch andere Ansätze, überspringe ich, die ähnlich sind, die den Erkenntnisgewinn und Nutzen und Anwendung verknüpfen. Von Reinmann beispielsweise jetzt aus Amerika antizipiert Design-Based Research, da gibt es Design-Experiments und so weiter und so weiter. Das sind alles Ansätze, die praktischen Nutzen verknüpfen, in gewisser Weise mit dem Anspruch von Wissenschaftlichkeit oder Wissenschaft und Praxis verbinden. So, ich habe jetzt nochmal die Ansätze gegenübergestellt und dann können wir vielleicht beim Mittagessen dann drüber diskutieren. Experimentelle Forschung versus Aktionsforschung. In der einen Ecke will man beobachten, das System analysieren, während man auf der anderen Ebene das System handeln verbessern will. Im Experiment wird Komplexität reduziert, weil ich nur bestimmte Variablen anschauen will und deren Effekte, während hier die Komplexität akzeptiert wird und ich mich in der Komplexität verbessern will. Das Experiment versucht zu verallgemeinern, also allgemeingültige Erkenntnisse zu entwickeln, während die Aktionsforschung versucht, die konkrete Situation zu würdigen und auf die Spezifika der konkreten Situation einzugehen. Hier erhält man langfristig geltende Erkenntnisse, mehr oder weniger, insofern der Kontext, der Gesamtkontext gleich bleibt. Und Aktionsforschung ist geeignet für kurze Innovationszyklen. Also wenn ich zum Beispiel in unserem Metier, wenn sich auch in bestimmten Bereichen ständig irgendwas ändert, wenn ich da Experimente durchführe, lang angelegt geplante Experimente, die über Jahre hinweg kumulativ zu bestimmten Gesamtergebnissen kommen und zwischendurch hat sich aber die Welt drumherum geändert, dann hilft mir das auch nicht viel. So, experimentelle Forschung, Seeking Truth,
während die Aktionsforschung eher dem Ansatz Seeking Understanding entspricht. Hier links hat man Research on Teaching, während Aktionsforschung eher Teacher Research ist, also derjenige, der lehrt, versucht, auch seine konkrete Situation zu ändern. Bei der Aktionsforschung, die ist zyklisch, also formativ, während experimentelle Forschung linear verläuft. Ich führe ein Experiment durch, dann gibt es ein Ergebnis, beziehungsweise mehrere Ergebnisse zusammengenommen ergeben ein Gesamtergebnis. Künstliche Situation versus natürlicher Kontext im Labor versus in der Welt, das sind so die Gegensätze. Experimentelle Forschung muss replizierbar sein. Das ist bei Aktionsforschung so prinzipiell nicht möglich, weil es immer ein konkreter Kontext ist. Man kann aber Modell für andere sein, die das in anderen konkreten Kontexten anwenden. Gut, da unten noch weitere Gegensatzpaare. Ist das Experiment wirklich objektiv? Sagen die Aktionsforscher nein, weil als Experimentator stecke ich auch meine Wertsysteme damit rein. Aktionsforschung muss auch nicht unbedingt subjektiv sein, wenn man die Ergebnisse mit anderen teilt. So, der Vorhang fällt und alle Fragen offen. Ich habe einfach nur zwei Ansätze vorgestellt, die vielleicht als Input für jetzt oder für den Workshop können wir überlegen, ob wir als Community in bestimmten Situationen Experimente durchführen können, ob wir davon einen Nutzen hätten, ob man nicht das ein oder andere wirklich mal in einem Experiment systematisch gegeneinander überprüfen kann. Ist das eine besser als das andere, für welche Person? Oder wollen wir eine Action Research Community bilden, die jetzt nicht einfach lehrt und schaut, wo können oder wo, das hat sich was verbessert, woran kann es gelegen haben, sondern dass wir gemeinsam planvoll versuchen, unsere jeweiligen Lehrveranstaltungen zu verbessern und uns darüber auszutauschen in einem Action Research Community Ansatz. So, dann kann man sich auch überlegen, ich könnte vielleicht auch innerhalb meiner Aktionsforschung Experimente durchführen. Also als eine Methode mal an einem bestimmten Punkt. Sicherlich nicht ausreichend, muss noch andere Methoden verwenden, aber könnte man sich auch fragen, gibt es dazwischen einen Widerspruch? Ich möchte es gar nicht beantworten. Und dann kann man sich überlegen, was zu dem Vorwurf zu sagen ist, dass Aktionsforschung unwissenschaftlich sei. Okay, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ja, ich denke, jetzt gehen wir erstmal essen.